Bevor das Video anfängt, ich habe aktuell eine coole Information für euch. Und zwar gibt es mittlerweile UMC Shop 2.0. Hier seht ihr, neue Aktualisierung. Es hat sich nämlich das komplette Verkäufersystem von UMC Shop geändert. UMC Shop ist ja mein Plugin-Shop, wo ihr Plugins, Maps und so weiter auswählen könnt. Einfach hier auf die Kategorien klicken oder hier ein Produkt aussuchen. Schaut gerne mal vorbei. Und aktuell gibt es dort auch einen Sale. Da könnt ihr einfach mal reinschauen. Und kleiner Tipp, mit dem Code FLUEXARMY bekommt ihr auch immer 10% Rabatt auf alles. Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal. Lang ist es her, dass hier auch mal wieder so ein Video kommt wie heute, denn heute haben wir die ganze Community oder zumindest ein paar Leute von euch versammelt. Relativ spontan habe ich das gestern angekündigt, dass wir heute gemeinsam eine Aufnahme machen werden und dementsprechend sind die gerade schon in der Party drin. Wir können ja auch gerade mal gucken, Partylist. Es gibt ja auch ein Partysystem hier auf Plaria.net und wir sind insgesamt schon 11 Leute. Oh, jetzt ist einer wieder rausgegangen. Ja, okay. Dankeschön, merke ich mir. Rabbi meiner. Naja, wie auch immer, wer es noch nicht wusste, auf Plaria gibt es ja auch Skywars und wir aktualisieren im Moment zum Beispiel den Loot oder auch die Kits oder auch die Maps und dementsprechend werde ich jetzt hier quasi mit diesem Video eine neue Serie anfangen und zwar werden wir immer versuchen, ja, eine Skywars-Runde zu gewinnen mit einem bestimmten Kit auf einer bestimmten Map oder auf unterschiedlichen Maps und wir fangen heute einfach mal direkt an. Ich denke mal, die Leute sind hier auch bereit und hier Skywars. Oh, okay. Ja, okay, ihr danzt gerade richtig ab. Okay, let's go in Skywars rein. Und ich denke, wir passen ja auch in eine 16x1 Runde. Also ab, rein da. Und ich hoffe, die Leute kommen mit. Ja, sie kommen mit. Und wir gehen direkt hier in Team 9. Wir beginnen heute natürlich vorne mit dem Kit Standard. Okay, nein, das Kit Standard nehmen wir nicht. Sondern Gun Game. Wir haben nämlich ein Schärfeschwert und hier eine normale Rüstung und 6 Grasblöcke. Ist jetzt nicht wirklich das super Kit. Aber wir werden ganz normal von vorne anfangen. Vielleicht schaffen wir auch teilweise in den Videos heute mehrere Kits, das werden wir sehen. Was das Kit, was danach kommen wäre, würde ja Schäfer sein. Da haben wir zum Beispiel schon mehr Sachen. Aber Schäfer hätte ich eigentlich auch Bock, ne? Wir werden mal gucken. Vielleicht schaffen wir heute auch noch das Schäfer-Kit. Und let's go. Wir starten die Runde. So. Okay, und ihr seht schon, einige sind hier auch am Start. Es gibt ja auch einige von euch, die mein Sticker-Pack haben. Das bekommt ihr ja, wenn ihr bei Kanalmitglied seid und euren Kanal bei LabyMod verknüpft habt mit YouTube. Auf der LabyMod-Webseite. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr auch gerne reinschreiben. Und ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, die Holzaxt ist jetzt nicht so die Super-Axt, ne? Also die macht jetzt nicht so viel Schaden. Aber wir kriegen ja auch, glaube ich, relativ schnell hier neue Sachen. Tatsächlich weiß ich gar nicht, was das Gun-Game-Kit jetzt so besonders kann. Das Einzige, was es halt kann, ist halt Grasblöcke, ne? Also das ist ja schon mal, eine Sache. Und jetzt kommen hier direkt beide von beiden Seiten. Freunde, danke, dass ihr beide da seid. Das hilft mir jetzt aber eher weniger. So, let's go. Okay, da drüben. Na, haben wir erst den? Ja, wir holen erst den, der hat weniger an. Also, ja, ihr wisst ja, wie ich das meine, ne? Nein, tschüss nicht. Komm. Oh mein Gott! Let's go! Okay, spring einfach runter, perfekt. Zack. So, wo ist der? Warum ist der jetzt auch runtergesprungen? Ich hoffe, er hat richtig Fallschaden bekommen. Haben wir denn mittlerweile mal ein besseres Schwert? Nee, wir müssen immer noch mit unserer Gun-Game-Axt angreifen. Okay. Ich will so wenig wie möglich Schaden. Oh, ich bin ja noch viel zu low. Okay, ja, nee, ich greife hier ganz bestimmt nicht an. Ich habe ja gar kein Herzen. Oh, was? Er hat eine MG gemacht. Was ist er denn für ein Boss? Zack. Okay, wir müssen ihn einfach runterkicken gleich, ne? Das ist unser einziges Ziel. In Gun Game ist ja auch eigentlich das Ziel, dass ihr die Leute ins Wasser kickt, ne? Und das werden wir jetzt auch machen. Oh, ja, okay. Ich dachte, ich kann jetzt anlaufen. Wo ist der andere Dude? Ja, nein. Flieg noch runter. Bitte sag, er ist runtergeflogen. Komm. Oha, Leute. Guckt euch das an. Er ist jetzt einfach unsichtbar. Und da vorne kommt... Nee, das ist ein Spectator. Okay. Aber er ist einfach unsichtbar. Oha. Er hat wohl das Geist-Kit. Das werden wir auf jeden Fall uns auch nochmal anschauen. Ja, es gibt auf jeden Fall einige Kits auf Plaria. Deswegen schaut euch da gerne mal rum. Und schreibt auch gerne jetzt mal in die Kommentare euer Favorite-Kit, was ihr quasi am liebsten haben würdet. Oder vielleicht sogar schon habt. Je nachdem, wie lange ihr schon spielt. Wir gehen mal zu Bender King. Bender King. Ach, das ist Bender King. Ach, ja genau, Kniggy war der mich getötet hat hier. Kniggy ist auch im Immer-1-Clan, ist so eigentlich der aktivste Clan auf Plaria.
Ja, damit hat Knicky auch gewonnen und wir gehen nächste Runde. Let's go. Oha, es sind sogar welche schon in Emerald drin. Knicky ist, glaube ich, in Emerald. Lol, ihr seht ja, es gibt ja hier Skywars Ranked und er, Knicky ist auf jeden Fall schon in Emerald oder Lifelo, der Atten, ist auch in Emerald. Aber wir gehen Team 16, Leute, let's go. Und nehmen dann jetzt einfach mal, weil ich fand das Gun-Game-Kit ja nicht so gut. Cool wäre doch, wenn wir einfach in-game mal so ein paar Schäfchen spawnen würden und die auch füttern. Oh mein Gott, wir können die Kinder machen lassen. Wir können die Kinder machen lassen. Let's go. Da haben wir auf jeden Fall jetzt das Schäfchen-Kit ausgewählt. Und wir haben hier zwar nicht eine gute Rüstung, aber dafür vielleicht ein stärkeres Schwert. Und das erschaffe Schaf hier, die erschaffe Schaf-Dinger. Ja, ihr wisst Bescheid, was ich meine. Und okay, wir kriegen jetzt hier 1000 Schuhe. Und zack, da kriegen wir auch noch Schuhe. Wir brauchen aber auch mal was anderes als Schuhe, ne? Die Schutzzeit ist vorbei. Da drüben ist auf jeden Fall ein Gegner. Und da ist einer, der sieht mit weniger. Ja, aber ich gehe mal hier rüber, oder? Wer ist denn das? Craftish. Ja, okay, den bekommen wir. Craftish, dich bekommen wir. Spätestens mit unseren Schäfchen. Die werden wir natürlich jetzt gleich hier rausholen. Da wirst du einfach hoffen, dass du niemals in diese Runde gejoint vorher. Ich kann nicht reden, ja. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ha! Ehrenlos! Ehrenlos! Warum? Heavy? Woher? Er hatte eine Ender... So, Leute, wir sind in der nächsten Runde. Nachdem wir eben, ja, einfach von hinten geholt wurden, werden wir diesmal das nicht zulassen, sondern wir haben hier auch schon ganz gutes Equipment. Und ich glaube, wir werden erstmal jetzt die Hauptfunktion dieses Kits machen, nämlich unsere Schäfchen spawnen. Ich finde, das ist auch eine wichtige Angelegenheit. Schäfchen-Power! Oh mein Gott, wir haben sogar zwei unterschiedliche Dinger. Und Hallöchen, guck mich mal an hier. Macht mal Party. Let's go. Ja, du kannst, also mit mir kann... Nee, mit mir, nein. Du darfst nicht mit mir machen. Mach mit denen. Nicht mit dem Kind. Hier ist ein Gegner. Okay, hi. Ich werf dich mit XP-Wallets ab. Oh nee, mach nicht diesen. Er hat nicht so gut... Nein, er tötet... Er... Du hast die Schäfchen getötet. Oh mein Gott, okay. Du wirst so sterben. Wir werden dich so rächen dafür. Die Schäfchen so rächen. Hat er gerade ein Gold? Jetzt kommt der nächste von oben. Dich werden wir rächen. Ist mir egal. Ja, dich haben wir getötet. Dich werden wir auch noch töten. Ja, du laggst sehr gut. Oh mein Gott. Einfach komplette Rasur hier gerade. Au. Oh mein Gott, ich gebe ihm die Hits. Er hat zwar ein besseres Ding, aber ich gebe ihm die Hits. Nein, tu es nicht. Ah, verdammt, das war echt schlecht von mir gemacht. Ich hätte vorher den Goldapfel gegeben. Ja, ist zusammen. Aber GG, hat er gut. Ich habe ihm die Hits gegeben, ne? Also das. Das muss man an der Stelle schon mal sagen. Okay, hier geht auch übelst die Spektrum. Oh, er hat gewonnen. Ach, okay. Warum kam da keine, dass er gewonnen hat, Nachricht? Oder kam die da? Und ich bin einfach nur... Man weiß es nicht. Ja, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall für euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock auf weitere aktive Videos habt, es kommen ja jetzt regelmäßig wieder Videos. Von daher, lasst doch gerne dann mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Schaut gerne auf Plaria vorbei, um solche Partys nicht mehr zu verpassen. Und wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao.